Wir sollten nicht nur Sport machen, sondern es auch in einer Gruppe tun. Und das sage ich als Introvertierter. Regelmäßige Bewegung hält uns körperlich fit. Das ist ja mittlerweile eine Binsenweisheit. Das ist ein Boomerwort für No-Brainer. Aber davon abgesehen macht uns Bewegung zusammen mit anderen Menschen glücklich. Michael Easter sagt in The Comfort Crisis, dass wir Menschen uns viele tausend Jahre lang jeden Tag in Gruppen durch die Landschaft bewegt und gejagt und gesammelt haben. Das ist es, was lange Zeit der Sinn des Lebens war. Deshalb ist Wandern in einer Gruppe auch so erfüllend oder auch CrossFit oder deine Yoga-Klasse. Bist du eher Einzel- oder Gruppensportler? Und was könnte ein guter Gruppensport für dich sein? Lass mir gerne einen Kommentar da.